Nintendo und Leaks. Etwas, was auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen ist. Denn wir hatten in der letzten Zeit sehr viele Fake-Leaks im Umlauf. Ich erinnere mich gerne noch an den Super Mario Sunshine Mario Odyssey DLC Fake-Leak, den ich hier auf YouTube verbreitet habe noch. Und da ist 2019 gerade um die Ecke und da kommen schon die nächsten Leaks. Und zwar sind im Januar schon welche gekommen und jetzt gerade aktuell bezüglich Animal Crossing und Luigi's Mansion 3 auch noch welche, die ich euch jetzt präsentieren werde. Wie gesagt, alles mit Vorsicht zu genießen und wie immer alle Angaben ohne Gewähr. Fangen wir an mit dem wohl aktuellsten, und zwar, dass wohl etwas schon oft passierte, erneut passiert ist. Und zwar, dass auf einer Verkaufsseite, wo Luigi's Mansion und das neue Animal Crossing für die Switch schon gelistet waren mit den Release-Daten. Und zwar nicht irgendwelche, sondern richtig spezifisch. Bei Animal Crossing ist es zum Beispiel der 13. September 2019 und bei Luigi's Mansion 3 ist es der 19. Juli 2019. Und sowas ist schon in der Vergangenheit oft passiert, dass zum Beispiel sogar Amazon oder irgendwelche anderen großen Händler die Spiele kurzzeitig mit dem richtigen Release-Datum gelistet haben, die sich sogar später als richtig herausgestellt haben. Deswegen würde ich den Leaks schon vielleicht einen kleinen Glauben schenken, aber dennoch nicht zu 100% an solche Seiten. In dem Falle war es Base.com, machen auch manchmal nur Fehler. So Leute, jetzt kommt der dicke Ultra-Leak, von dem ich am Anfang geredet habe. Und zwar war Mitte Januar ungefähr ein Gerücht im Umlauf, dass es eine Direct geben solle, jetzt noch im Januar, weil irgendwas durchgesickert sein soll. So, es gab keine richtige Direct, aber in diesem Leak sollen alte NES-Klassiker vorgestellt werden, unter anderem Super Mario World, Super Metroid, Zelda, A Link to the Past und so einen weiteren ikonischen Kram. Es kam dann ja nichts, Leute, wie ihr wisst, keine Direct, aber vor zwei Tagen ist ein Trailer erschienen, wo Super Mario World 2 und Kirby's Adventure von dem NES als Klassiker hier vorgestellt werden. Und da könnte man gleich den Leaks, die ja zwei Wochen älter sind, wieder ein bisschen mehr Glauben schenken. Außerdem stand in dem Leak noch, dass Nintendo an einem neuen Mario Maker Titel arbeitet, sowie an einem Super Mario Odyssey DLC. Und ihr wisst alle, wie ich zu einem Super Mario Odyssey DLC stehen würde, obwohl ich da ganz ehrlich sagen muss, Mario Odyssey wird dieses Jahr 2 Jahre alt und 2 Jahre fast nach dem Release von Mario Odyssey noch mit dem DLC um die Ecke zu kommen, ist eher untypisch und deswegen sage ich immer noch, ich bin fest entschlossen, dass mit der Super Mario Odyssey Engine ein zweiter Teil rauskommt, wie es bei Mario Galaxy auch der Fall war. Dort haben sie auch einfach mit der gleichen Engine einen zweiten Teil rausgedonnert, weil der erste einfach so erfolgreich war. Und jetzt gibt es wieder die Leute, die sagen, dass sich Mario Odyssey ja bei Mario 64 und Sunshine einordnet, was ich eigentlich auch so unterschreiben würde. Aber da man auch keine feste Hubworld hat und sonstiges, unterscheidet sich Odyssey dennoch von den 2 Vorgängern, sag ich mal. Und deswegen würde ein zweiter Teil den auch gut stehen. Außerdem hat die Switch noch eine längere Lebensdauer und braucht noch ein 3D-Mario irgendwas. Und die Ankündigung von Super Mario Odyssey 2 wäre wohl dieses Jahr einfach nur brachial und ich würde einfach komplett ausrasten. Gerade wo Metroid Prime jetzt wieder verschoben wurde auf 2020, vielleicht sogar 2021, man weiß es nicht. Ansonsten ein Mario Maker-Titel für die Nintendo Switch ist meiner Meinung nach genau das, was die Switch noch braucht. Und ich denke, dass auch Nintendo das Mario Kart, das Mario Party-Prinzip anwendet, soll auf dem Mario Maker Franchise, weil meiner Meinung nach braucht genauso wie jede andere Konsole auch ein Mario Kart braucht auch jede neue Nintendo Konsole ein Mario Maker. Ja Leute, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Glaubt ihr, es könnte ein Mario Maker für die Switch erscheinen und glaubt ihr noch an einen Mario Odyssey DLC oder eher an einen Mario Odyssey 2? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ansonsten bin ich jetzt raus. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.